Hallo, hallo, Marvel 1972 von MFG hier. Heute machen wir ein bisschen Scharmützeln. Ich zeige euch zwei Replays. Hier auf Wüstenstaub ist das, glaube ich. Ich weiß immer nicht den Kartennamen. Das ist die rechte Seite, da wo die Stadt ist. Ja, und ihr seht jetzt erstmal den T22 Medium und wie man den richtig spielt. So, hier bleibt also auch nur die rechte Seite. Man kann nicht auf die Wüstenseite fahren. Und ich möchte da rechts an die Häuser in der Mitte fahren, wo sonst die Heavys hinfahren. Und da seht ihr wieder eine Position für diesen Panzer auf dieser Karte, die wirklich gut funktioniert. Also jetzt in diesem Scharmützelmodus auf jeden Fall. Ihr werdet das gleich sehen. So, das Ganze nennt sich Reverse Sidescraping. Also ihr stellt den Panzer falsch rum hin und guckt dann zum Gegner. Und der T-22 Medium wurde dafür gebaut. Ja, leider hat er sich im richtigen Moment nochmal gedreht. Ihr seht schon, er kommt nicht durch. Man darf da relativ krass winkeln, nicht zu krass. Aber schon so 20, 30, je nach Munitionstyp, was der Gegner nimmt, sogar 45. Problem ist dann die Gun Depression natürlich, die nicht so ideal dann ist. Ja, und ihr seht, alles bounced. So, jetzt muss ich die Lights da rausnehmen, das ist ein bisschen viel. Und jetzt ist es auch erstmal egal, was der GT da macht. Ja, ich habe einen kaputten Motor, das ist jetzt sehr unglücklich. Ja, das Munitionswechseln hat viel zu lange gedauert, naja. Okay. So, den WT kriegt er da raus. Und jetzt geht es nur noch darum, ein bisschen Damage zu machen mit meinem leicht beschädigten Motor. Ja, und da ist es halt schön, so einen High-DPM-Tank zu haben oder Panzer zu haben, wie eben T-22 Medium. Also ihr seht, 4165 Schaden. 3 Stück zerstört, alle 5 Panzer irgendwie mal angeknabbert. Unser WT hat's richtig gemacht. Okay, weiter geht's. Hier bin ich auf Sturzbach mit dem STB-1 unterwegs. Auch erstmal vorne den First Spot machen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich fahre den Panzer nicht mit mehr Panzerung, sondern mit mehr Hitpoints. Seht ihr ja auch, 1961. Denke, das bringt mehr. Das schützt euch auf jeden Fall immer. Also ihr habt halt immer diese HPs mehr. Müsst nicht darauf vertrauen, dass eure Panzerung irgendwie einen Schuss mehr aushält. Wir müssen hier weg, der spottet uns. Ja, seht ihr, wir sind aufgegangen, okay. So, ich kann jetzt nicht da vorne pieken oder so und dem Jagd-E eine oder dem Jagd-Tiger eine drücken. Das geht nicht. Jetzt gucken wir erstmal, was auf der linken Seite los ist da. Am Hori vorbei. Ob da irgendwo. Er schmögelt uns schön an. Wir ihn nicht. Okay. Also es ist nicht gut, da jetzt reinzufahren, weil der M103 aimt das natürlich schon ab. Das Ganze und von dem wollen wir uns keine erstmal so gratis reinblasen lassen. Wir sind jetzt aktuell zu, der Jagdtiger sieht uns nicht, da können wir erstmal eine reindrücken. Wir haben
Und mein Team macht es jetzt nicht so gut, weil die Schüsse einfach nicht reinfliegen. Alles ist gespottet auch. Ich muss jetzt da in der Mitte helfen. Ja, nehmen wir den einen Schuss da jetzt, um jetzt ranzukommen an den STB. Ja, jetzt habe ich hinten was drin. Der STB muss raus. Ist draußen. Ja, jetzt haben wir den E100, das Ding mit den meisten Hitpoints. Ich gucke schon, was mir hinten ins Heck schießen kann. Ist natürlich unglücklich. Ich versuche ihm das Amorek kaputt zu schießen. Er hat repariert. Ja, jetzt sind wir hinten im Heck drin. Diese Blümchentarnung, also wirklich, der gehört auch gelöscht aus dem Spiel. Oh, das ist jetzt nicht gut. Ich muss mich jetzt hier gleich befreien. Ja, 500er hat er mir reingedrückt. Das geht so nicht. Also das kann man so nicht machen. Der hat da irgendwo den Benzintank. Egal, ich bin rangekommen für eine HE. Er möchte den One-Hit rausnehmen. So, wir haben uns revanchiert für die 500er. Ich ziehe ihm jetzt die Kette. Oder versuche ihm die Kette zu ziehen. Das ist das bessere Wort dafür. Er schießt im Turm, kommt er nicht durch. Jetzt bleibe ich dran. Ich nehme eine Heat, damit ich vorne sicher durchkomme. Ihr seht schon, er ist ziemlich gut gepanzert da unten. Jetzt aufpassen, ich fahre wieder zurück, dass er nicht seinen Panzer hinten aufbaut, um mir vorne in die Oberwanne anzuschließen. So, jetzt neu sortieren. Jagdtiger muss raus. Da unten der Kranwagen, weiß ich nicht, was der da macht. Der macht ein Einklemmungsgefecht damit der Maus. Die können da machen, was sie wollen. Ich muss jetzt dran vorbei. Und von hinten ran. Ich habe noch die Heat drin. Jetzt wechsle ich. Ich gucke nach HE. Ist aber fake, diese Klappe, glaube ich. Da kommt man nicht durch. Ich habe das schon mal ausgetestet irgendwann. War ein bisschen unglücklich. Hätte fast einen Panzer deswegen verloren. So, jetzt kommt Trick 17. Ein halb. Ich habe 347 Hitpoints. Er hat 316. Wenn ich drauf springe und drauf liegen bleibe, klappt nicht. Egal, ich drehe schneller meinen Turm. Und weg damit. So. 5 Kills im Scharmützel. Lief. Gibt aber irgendwie keine Medaille. Ich finde, das ist auch ein Skandal. 5467 Damage. Dann könnt ihr nochmal so gucken. Man kommt sich fast so vor, als müsste man im 5 gegen 5 genauso viel machen wie im 7 gegen 7. Es gibt gar keinen Unterschied. So, tschüss.